Hallo Leute, hier auf dem Kanal Neue Welt Reloaded, ihr sprecht hier mit Max und ich habe für euch heute eine weitere Top 5. Diesmal dreht es sich um die Top 5 Schwertkämpfer und ich will davon auch sagen, das ist meine persönliche Meinung, also das sind meine Top 5 Schwertkämpfer, nicht jetzt nach der Stärke geordnet oder so. Ja, das wollte ich vorhin noch sagen und noch, dass demnächst wieder ein Podcast folgt, aber im Moment das alles ziemlich schwierig ist. Da gab es ja schon in dem letzten Video von Portugas was, dass er im Moment nicht so aktiv sein kann, deswegen, ja, dauert das noch kurz. Und deswegen mache ich noch eine weitere Top 5 Liste. So, fangen wir an mit Platz 5. Das ist bei mir Blumenschwert Vista. Er war bzw. ist der Kommandant der 5. Division der Whitebeard Bande. Er ist ein sehr starker Kämpfer, der mit zwei Schwertern kämpft. Und er konnte sich auch mit Falkenauge auf Marineford messen. Also er konnte mithalten. Er besitzt natürlich auch Haki und er hat seinen Beinamen Blumenschwert durch seinen Kampfstil bekommen. Ich wollte noch dazu sagen, ich finde ihn auch ziemlich witzig. Vor allem immer mit seinem Grinsen und in seinem Bart, ja, ich finde ihn ziemlich cool eigentlich. Deswegen ist er bei mir auf Platz 5. Platz 4 geht an Brook. Der ist ein Mitglied der Strohpiratenbande und ein für mich noch ein ziemlich mysteriöser Charakter, was seine Stärke angeht. Also ich glaube, der ist noch ziemlich stark. Dazu werden wir noch einiges von Brook sehen. Aber an sich ist er auch schon ein starker Schwertkämpfer. Allein durch seine Attacke, wie zum Beispiel Soul Solid, die ist ziemlich stark. Und außerdem ist Brook bei mir auf Platz 4, allein schon noch wegen dem Sympathiepunkt, weil ich den einfach so mega lustig finde. Also Brook, ey, der ist richtig witzig. So, Platz 3 geht an Mihawk Falkenauge. Der wird im Moment als der beste Schwertkämpfer der Welt tituliert. Und das natürlich nicht zu Unrecht. Er hat schon öfter seine Stärke bewiesen. Außerdem ist er ein ziemlicher Badass, also der ist eigentlich nie wirklich beeindruckt. Außerdem hat er das Black Sword Yoru, mit dem er auch sehr gut umgehen kann und es macht ihn einfach noch so stark. Man erinnert sich nur an den Anfang, als sie gerade bei Sanji waren, als er Zoro nur mit einem Dolch fertig gemacht hat. Und ich finde Mihawk auch ziemlich cool, deswegen ist er bei mir Platz 3. Platz 2 ist bei mir, wer hätte es gedacht, Zoro. Der ist für mich ein Platz vor Mihawk, weil erstens hat man noch nicht jetzt seine volle Stärke gesehen, okay, bei Mihawk auch nicht, aber ich glaube Zoro, der hat einfach mehr Potenzial in sich als Falkenauge. Außerdem wird, denke ich, Zoro auch Falkenauge besiegen und das ist einfach ein weiteres Indiz dafür, dass er, ja, das heißt Indiz, Zoro ist einfach stärker als Falkenauge, vielleicht noch nicht jetzt, aber wird es auf jeden Fall sein. Außerdem feiere ich Zoro einfach ein Stück mehr als Falkenauge, das ist einfach so. Ja, genau. Und deswegen ist er bei mir Platz 2. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Mein absoluter Lieblingscharakter, obwohl auch in dieser Liste und an sich mein Lieblingscharakter, also wird was anderes erwartet, es ist der rote Shanks. Der ist einer der 4 Kaiser und er hat, denke ich, das heftigste Haki oder eins der heftigsten Haki, das wir jemals sehen werden. Ich glaube, das wird richtig stark sein bei dem. Aber darum geht es ja auch gar nicht in der Liste. Es wird nur so ein Beiding. Und zwar ist er natürlich auch ein sehr starker Schwertkämpfer. Er hat sich schon öfter mit Mihawk gemessen, als Shanks noch nicht seinen Arm verloren hatte. Und wie es scheint, war es immer recht ausgeglichen. Außerdem stoppte er bei Marineford mit seinem Schwert einfach mal die Attacke von Akainu. Und das muss man sich auch mal überlegen. Das war immer ein Admiral und das war für Shanks gar kein Problem. Und alles in allem ist Shanks einfach nur mega krass und ist mein Lieblingsschwertkämpfer und an sich auch mein Lieblingscharakter in One Piece. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Demnächst folgt ein Podcast. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.